hallo Freunde der elektronischen Musik und herzlich willkommen bei der 5. Ausgabe von Bug TV. Wir waren für euch beim Bug Airfield am Start, wir waren beim Bug Boot mit an Bord, wir waren beim verregneten Bug Garden und zuletzt beim Home Run Open Air in Gelnhausen. Und wer mitgezählt hat, weiß, eine Sache fehlt noch, und zwar der Bug Campus. Dort befinden wir uns heute auf dem Unicampus in Mainz. Und das Line-Up ist für eine kostenlose Party wirklich spektakulär. Wir haben da zum einen Martinez von Moon Harbor aus Kopenhagen, dann Oliver Dollar von Play It Down aus Berlin, natürlich die drei Bug-Aushängeschilder Butch, Amir, Sebastian Lutz, Antonio Piacadillo aus New York, der spielt gerade, und Comdisco, die wir ja schon vom Bug Airfield kennen. Über das Wetter verlieren wir heute mal kein Wort, weil wir wissen ja alle, der Sommer dieses Jahr, der ist eigentlich nicht erwähnungswürdig, und von daher wünschen wir euch jetzt viel Spaß. Well, hi Martin, it's a pleasure to have you. Thank you for coming. What do you prefer? Do you prefer club bookings or open airs? I prefer good bookings in good places, and this is definitely one of them. And what do you think about the concept of the book parties? You know, Sunday afternoon, free entry, relaxed atmosphere? Yeah, I think it's a really, really nice initiative, and it's a really, party people. And it's a really nice way to sort of give something to the people and not just make a party for the profit or the money. It's free entry, everybody comes with on same terms, everybody's happy, sun is shining, good music. I can't say nothing about it, it's amazing. Yeah, that's the idea behind it. Well, what can we expect from you production-wise in the near future? I've been working a bit on some new 12 inches, both for Moon Harbor, Cadenza and Oslo, and there's a new album in the process, which I think maybe will be out or finished next summer, I don't know. But it's a little bit more experimental album, so I've been kind of locked away in my thoughts with that. So, and there's quite a lot of remixes coming out of Alex Seller, Leon on Viva Music. Well, I really, the party's going on here. Anyway, yeah, so there's a lot coming out. It's like a few new 12 inches and a new album in the pipeline for next year. Okay. Thanks for the short interview, and really it's a pleasure to have you here, and have fun with your set. Thanks. Okay, Antonio. Fine. You just played a great set here at the Bug Campus. Thank you very much, man. It's a pleasure to be here. Yeah, everybody was asking who's that guy, where is he from. So just tell the people a little bit about yourself. I'm Antonio Piacquadio. I'm from New York, Italian roots. Love playing in Mainz. The crowd is great. The place is off the hook. Everything was amazing. Thank you very much for having me. I really appreciate it. Okay, great. I've read you, you're also a producer, right? Yes. Okay. Do you have something coming out in the near future? Yes. Actually, I have an EP coming out. Radio Slave did a remix on it for a track that I did called Hold Up. I also have Brooklyn Sleaze coming out, which Aldo Cadiz did a remix of. It's a lot of good stuff happening in New York. Okay. And what's next on your schedule? Wednesday night, I play at Sankey's in Ibiza for the Carnival Night. It's going to be an amazing time. Okay, great. Thank you for the short interview, and have a good time, man. Let me at 6 at the supermarket. Jetzt sitzen wir mal zur Abwechslung. Neben mir sitzt der Amir, der quasi hier verantwortlich ist für diese ganze wunderbare Veranstaltung. Bug Campus in Mainz. Und vorneweg will ich dich erstmal was fragen, was ich auf eurer Facebook-Seite gelesen habe. Da gab es
so vereinzelt einige Unmutsäußerungen, weil ihr den letzten Bugarden verschoben habt wegen dem schlechten Wetter. Erklär doch mal den Leuten, warum das Ganze mit einem relativ hohen finanziellen Risiko für euch verbunden ist und warum ihr dann halt gezwungen seid, so etwas zu verschieben. Ja. Also eigentlich der Hauptgrund, weswegen wir etwas verschieben, das Wetter. Also wenn die Atmosphäre nicht passt, dann ist es auch kein Bugaden. Also entweder es scheint die Sonne und es ist warm und man hat Lust auszugehen, oder wir lassen es. Das ist natürlich dann natürlich ein riesen Rattenschwanz mittlerweile dranhängt. Es fängt an mit der Security-Firma, vielleicht, was man nicht sieht. Der Krankenwagen, der immer um die Ecke stehen muss. Die Auflagen, die wir haben, die Anlage, die DJs, was auch immer. Das kann einem oder tut uns weh, wenn das halt nicht richtig voll ist und wir vollen Support bekommen. Dann wirkt das tatsächlich ein wirtschaftliches K.O.-Kriterium. Daran machen wir es ja nicht wirklich fest, so, aber ich sag's mal so, man soll ja auch einen schönen Tag haben. Und wenn es regnet und die Leute dann wieder schreckhaft nach Hause rennen, das wollen wir auch nicht. Man soll aus dem Bugarden gehen mit einem guten Gefühl irgendwo. Ja, so könnte man das vielleicht ausdrücken. Ich denke mal, das ist die Hauptsache auf jeden Fall, das gute Gefühl dann mitzunehmen nach Hause. Es kommen ja dieses Jahr noch einige Bug-Events. Was steht so als nächstes an jetzt in den nächsten 2-3 Wochen? Okay, also wir haben nochmal Bugarden Berlin, ist nochmal. Da freuen wir uns sehr drauf nächste Woche. Und wir werden auf jeden Fall versuchen, unseren Bugarden vom Juli noch nachzuholen, jetzt im August. Das wird hoffentlich nächste Woche passieren. Also laut Wetteraussichten erwarten uns 30 Grad. Ich weiß es nicht. Das sollte ja jeder Sonntag sollte ja schön werden, aber ich sag's mal so, sehr, sehr wechselhaft. Kostet uns auch sehr viel Nerven, das immer wieder zu überprüfen so, und es zu checken. Aber mein Gott. Dann gibt's halt noch das Closing am 4.9. Und dann war's das, weil dann sind wir auch alle, glaube ich, erschöpft und müde und freuen uns mal wieder auf den Sonntag zu Hause. Also Stichwort Closing, dann ist quasi die Sommersaison vorbei. Und ich habe so ein paar Gerüchte gehört, dass ihr dann doch noch etwas, quasi nach der Sommersaison noch etwas relativ Großes plant. Kannst ist du ja da schon durchgedrungen. Ja, es gibt so vereinzelte Mutmaßungen. Kannst du dazu schon irgendwas sagen oder ist es noch zu geheim oder zu unsicher? Also wir wollen auf jeden Fall die Stimmung, den Vibe, den wir jetzt kreiert haben, noch mit in die Wintersaison nehmen. Open Airs ist uns zu gewagt. Wir probieren jetzt über den Winter vielleicht zwei Veranstaltungen zu machen, die, ich sag mal, genügend Platz bieten. Natürlich dann in geschlossenen Räumen. Wir sind gerade auf Location-Suche, das kann man vielleicht schon mal verraten. Wir wollen auch mal beim Line-Up etwas aufstocken. Wir sind sehr zufrieden mit unseren Residents, aber natürlich sollen die Leute, die haben sich jetzt an unseren Sound gewöhnt. Es gibt aber noch mehr Protagonisten in diesem Rahmen und die würden wir gerne vorstellen. Deswegen werden wir dort auch namhaftere Acts dazu buchen, um uns auch einfach anders präsentieren zu können. Weil ich glaube, Amir kennt dann doch jetzt den Sound, kennt schon viele. Und ja gut, heute ist ja Martinez hier und Oliver Dolle da, jetzt von nicht namhaften Acts zu sprechen, ist natürlich... Das ist ein persönlicher Bonus für uns, den wir uns selbst geleistet haben, die Jungs. Wir sind froh, dass sie gekommen sind. Natürlich erhöht das ungemein unser Risiko. Aber wir haben uns die zwei Acts gewünscht. Die Mainzer sind an uns herangetreten und haben gesagt, hier, Oliver Dollar war in Berlin, warum nicht in Mainz? Wir haben gesagt, ach komm, probieren wir es einfach mal. Und wir sind sehr happy. Also auch der Antonio aus New York war klasse. Und das, glaube ich, kann man dann auch mit keinem Stress der Welt irgendwie abwerten. Auf jeden Fall spektakuläres Line-Up für eine Party, die keinen Eintritt verlangt. Ja, das stimmt. Eine Sache noch, du hast jetzt auch wieder neues Release in den Startlöchern, Vernissage 5. Genau. Kannst du ein bisschen was zu dem Sound sagen und wann der Release-Termin ist für das Ganze? Ja. Die Platte kommt im Oktober, das ist der 5. Teil der Serie. Und es ist gegen meine Erwartung, als ich das damals geplant hatte, die Serie, doch sehr, sehr hausig geworden. Also viele, die es gehört haben, vergleichen das mit Haus der 90er. Also wieder Back to the Roots, Jacking, Grooving House. Es ist so gerade, wo wir auch hinwollen musikalisch, spiegelt eigentlich auch das wieder, meiner Meinung nach natürlich,
wo es mit Boog die Reise hingehen soll. Also musikalisch in der Richtung, die greifbar ist, die gute Laune macht. Also auf jeden Fall auschecken. Vernissage 5 von Amir auf Boog Records. Release-Termin ist der 5. Oktober, richtig? 5. Oktober, stimmt. Genau. Auf jeden Fall reinhören. Okay, dann vielen Dank für das Interview. Danke euch auch.